Moin, unser heutiges Thema E-Mail Design. Der Newsletter wird grafisch in sogenannten Templates gestaltet. Allerdings setzt er nicht primär nur auf Optik, sondern in erster Linie auf Funktionalität. Am Anfang erstellst du erst einmal ein Template. Ich habe dann später verschiedene Template-Layouts für die unterschiedlichen Inhalte wie Sell-, Informationen- und Transaktionsmails genommen. Zusätzlich als Tooltip: Erstelle später einmal alle Elemente für die Templates als einzelne Elemente. Dann kann der einzelne HTML-Code wie im Baukastenprinzip für verschiedene auch einmal kleine Änderungen am Template eingesetzt werden. Dies könnte eine zusätzliche Überschrift oder noch ein weiterer Button sein. Bei der Breite empfehle ich dir standardmäßig 600 Pixel. Für die Spaltenbreite würde ich 300 Pixel ansetzen. Die Erstellung für Desktop-PCs ist sehr einfach. Allerdings musst du unbedingt auch an die mobilen Nutzer denken. Bei mir haben diese bereits die Desktop-Nutzer überholt, was die Öffnung angeht. Allerdings konvertieren die Empfänger am besten am Desktop-PC. Meine Erfahrung ist hier, was die Bestellrate angeht, kannst du je kleiner das Gerät wird, diesen Wert immer ungefähr halbieren. Also 50% niedrigere Bestellrate auf dem Tablet zum Desktop und noch einmal 50% im Vergleich von Tablet zum Smartphone. Dies hängt mit der Bildschirmgröße und der Nutzung zusammen. Häufig werden die Prozesse am Anfang mit dem Smartphone gestartet und später zu Hause im Warenkorb auf dem Desktop-PC abgeschlossen. Die Definition für das Template wird meist von zwei Faktoren bestimmt: von der Aufgabe des Mailings und der Größe des Templates. Du kannst den Newsletter ein- oder zweispaltig bzw. eine Kombination aus beiden verwenden. Wäre es ein zweispaltiges Layout, solltest du anfangs noch nicht verwenden, da diese gerade in der mobilen Ansicht Probleme aufwerfen. Ich empfehle dir zu Beginn ganz einfach mit einer Spalte zu starten. Dank des einspaltigen Layouts hast du eine Menge Platz für Inhalte und Ankündigungen. Allerdings werden diese Newsletter schnell sehr lang und dadurch auch wieder unübersichtlich und der Empfänger wird überfordert. Das mehrspaltige Layout eignet sich hervorragend für die Produktpräsentation. Hier kannst du natürlich mehr Inhalte unterbringen gegenüber der einspaltigen Lösung. Allerdings musst du hier speziell für die mobile Ansicht mehr testen. Daher empfehle ich dir auch den Zweispalter mit einer Breite von jeweils 300 Pixel. Diese Spalten brechen perfekt um und werden dann für die mobilen Nutzer untereinander dargestellt. E-Mail-HTML ist nicht vergleichbar mit der Erstellung von Webseiten. Hier ist die Entwicklung gefühlt noch stehen geblieben. Das aufwendige Einbinden von Grafikdetails, beispielsweise Inline-CSS, und die Optimierung der mobilen Darstellung auf diversen E-Mail-Clients sind sehr zeitaufwendig. Viele E-Mail-Tools haben aber bereits Vorlagen für die Templates, welche mobil optimiert sind. Mit diesen solltest du starten, sofern möglich. Wie bei deiner Webseite oder anderen Werbemitteln solltest du auch auf einen Wiedererkennungswert setzen, was das Logo, die Farben und die Schriften angeht. Das Logo findet man im Header der E-Mail. Die Bild- und Textsprache ist authentisch und passt zum Unternehmen. Idealerweise hast du ja auch bereits einen Design- und Style Guide zum Corporate Identity und dem Corporate Design. Weitere Informationen für verschiedene Mailings findest du speziell auf einer meiner Lieblingsseiten namens Really Good Mails, E-Mails, die wir uns dann einmal auch gleich angucken. Aber vorab will ich einmal mit dir ganz kurz die neuesten E-Mail-Marketing-Design-Trends für das Jahr 2022 mir anschauen. Ein Trend, der dir häufiger begegnet, sind halt zweifarbige Mails, wie du hier in diesem Beispiel siehst, beispielsweise, oder dass du halt auch so ein Fade hast und so, ne? Also dass sie von einer Farbe in eine andere Farbe dann beispielsweise gehen, wie hier in diesem Mailing, ne? Was auch super schick aussieht. Also schau dir einmal diese Mailings hier an. Ich finde, die sehen schon sehr ansprechend aus. Dann gucken wir hier einmal. Hier haben wir natürlich auch bestimmte Trends. Wir haben zum Beispiel einmal hier so eine Wellenform, also so eine wellenartige Form haben wir hier in den Mails. Das heißt, dass die Bilder und sowas jetzt nicht mehr so wie früher einfach wie so ein Kasten aussehen. Dies Runde begegnet dir ja auch immer häufiger, sage ich mal, auf Webseiten, ne? Dass du solche Rundungen dort hast und nicht mehr, wie gesagt, dieses quadratische oder rechteckige an Bildern. Das, finde ich, macht diesen ganzen Newsletter auf, wenn man sich dies hier zum Beispiel anschaut. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass das nur so aussehen würde, macht das Ganze dann auch gleich dynamischer und lockert das Ganze auch so ein bisschen auf. Ein anderer Trend mittlerweile ist auch, was ganz wichtig ist, die Typografie, also die Schriftarten und auch wie das Ganze geschrieben ist beispielsweise. Und du siehst ja hier auch, ne, zum Beispiel gibt es jetzt, Fett ist wieder modern geworden, ne, also dass Sachen fett markiert sind. Eine Zeit lang war es immer sehr, sage ich mal,
klassisch, nicht so auffallend, eher klein, wenn man, sage ich mal, diese Fettmarkierung immer mehr mit solchen, sage ich mal, marktschreierischen Angeboten dann verbunden hat, ne? Aber wenn du dir mittlerweile jetzt auch die Schriften wieder anguckst, du siehst auch eine gewisse Dynamik, also die sind auch nicht mehr komplett irgendwie immer gerade. Hier zum Beispiel unterstreicht das auch hervorragend die Message da drin. Hier siehst du, dass das einmal auch komplett hier so rumgeht, nicht? Also das ist natürlich schon sehr, sage ich mal jetzt, außergewöhnlich und ein bisschen gewagt, aber natürlich, warum nicht? Also das kannst du ja alles komplett dort ausprobieren. So vom Look and Feel am anspruchsvollsten finde ich trotz alledem von der Schrift auch, ne? Wie es geschrieben wird, auch heutzutage, dass du wieder viele Sachen komplett alles groß schreibst. Das war auch eine Zeit lang, dass du viel mit Groß- und Kleinschreibung dann gearbeitet hattest. Also durchaus gerade so in den Titeln und so, ne? Also im Header oder so, kannst du definitiv deine Botschaften dann dort groß schreiben, alles. Ansonsten haben wir noch, also hier ist das ja dieses Klassische. Das ist auch so, wie man viele andere Werbematerialien schreibt. Das ist die sogenannte F-Form, ne? Weil man zum Beispiel sagt, wenn der User liest, dann liest er oben, dann überfliegt er ein bisschen Text, dann liest er nochmal in der Mitte und das war's. Also teilweise vielleicht noch unten, aber das ist dann so ein bisschen die F-Form. Das ist halt, wie der User das Ganze dann, sage ich mal, scannt, ne? Wie schnell er das aufnimmt. Und so eine F-Form hilft ihnen dann im Grunde genommen relativ schnell die Informationen zu finden und auch zu verarbeiten. Dann hast du hier jetzt natürlich noch mal eine andere Art und Weise, gerade sage ich mal bei komplexeren Themen oder wenn du relativ viele Infos oder Produkte in einem, sage ich mal, Newsletter bearbeitest, hast du halt auch so eine Möglichkeiten von den Abgrenzungen, ne? Was eigentlich auch sehr schick aussieht. Dann gucken wir uns noch mal einen Trend an. Hier haben wir zum Beispiel den, also dass das Visuelle auch wieder stark zugenommen hat, ne? Das war auch eine Zeit lang häufig früher ein Problem, weil natürlich auch die Größe der Newsletter entscheidend ist. Naja, aber mittlerweile, gerade auch so durch die Gestaltung und so, kann man relativ viel auch wieder einsparen und durch das Hosting der Bilder beispielsweise. Also dadurch erreicht man auch wieder andere Geschwindigkeiten. Also früher war das sehr, sehr schwierig in Anfangszeit sehr viele Bilder und gerade noch sehr große Bilder dort einzubinden, weil es lief die Gefahr, dass das Ding gar nicht erst zugestellt wurde, eventuell auch im Postkasten aufgrund der Größe dann ja nicht ankam oder nicht mehr geöffnet wurde. Oder natürlich, wenn es geöffnet wurde, es auch relativ lange dauerte, bis das dann alles mal fertig dort war, ne? Und mittlerweile hat man die Probleme ja nicht mehr. Und du siehst ja auch, also es wird ja relativ viel wieder visuell gearbeitet und eigentlich so gerade diese Hero-Grafik, also die ganz oben, ist eigentlich ein unverzichtbares Element bei den meisten Sachen, ne? Bis auf vielleicht, wo wir gelernt haben, wo es wirklich nur um die reine Information geht, ne? Also bei einer Versandbestätigung oder so kann man natürlich auch damit arbeiten, aber dort kann man durchaus auch einfach nur den Text oder sowas machen. Ansonsten, was wir hier noch haben, ist, dass halt mit dem, was früher ja auch nicht so beliebt war, halt, ne? Also, was heißt nicht so beliebt? Also, früher waren es halt auch wirklich Tapeten in den E-Mails, aber da ging das Scrollen darum, dass man halt möglichst viele in die E-Mails gepackt hat. Mittlerweile geht man dann halt auch dazu über, dass beispielsweise diese Inhalte, also das, was du jetzt siehst, gehört eigentlich untereinander, dass man halt einfach scrollt, um zum Ergebnis zu kommen. Und das wird auch sehr gerne angenommen, gerade wenn das jetzt nicht, sage ich mal, tagtäglich oder wöchentlich ist, ist das mal eine willkommene Abwechslung, die die Empfänger auch gerne nutzen, ne? Ansonsten hast du hier auch noch ein paar verschiedene Sachen, wo es dann relativ klassisch auch aufgeräumt ist, ne? Und wo du dann auch mit den Produkten so ein bisschen interagieren kannst, mit dem Ganzen. Ansonsten haben wir hier noch, was haben wir hier noch? Genau. Hier haben wir halt, also auch, der sich immer mehr durchsetzt, deswegen ist auch wichtig, dass du eine gute Kundendatenbank hast oder allgemeine Datenbank, die halt möglichst viele Informationen auch beinhaltet, eventuell auch aus anderen Quellen, wie aus dem Shop oder so. Und dadurch kannst du natürlich super personalisieren, ne? Also sowohl was die Anrede angeht, als vielleicht auch bestimmte Sachen wie, wo derjenige lokalisiert ist, welches Alter, welches Geschlecht derjenige hat, wann er das letzte Mal eingekauft hat, was er eingekauft hat.
Und all diese Sachen kannst du halt wieder im Newsletter dann beispielsweise auch wieder reinbringen, ne? Und kannst das natürlich dann auch direkt anpassen. Vorteil ist natürlich bei der Personalisierung, dass du dadurch natürlich auch mehr Aufmerksamkeit erregst und beispielsweise auch mehr Relevanz erzeugst, weil du ihm ja dann natürlich Produkte zeigen kannst, die beispielsweise sich die Person schon angeguckt hat oder im Warenkorb hatte oder schon einmal gekauft hat und deswegen ähnliche Produkte aus deiner Erfahrung her, was ganz gut passen würde. Und daher empfiehlt es sich immer, möglichst viel über seine Kunden natürlich zu wissen, wenn du es vergleichst mit dem lokalen Geschäft früher, war es wirklich so. Oder heute ja auch noch, da kommen Kunden rein, die werden mit dem Handschlag begrüßt und der Besitzer halt, also weiß auch extrem viel über die, ne? Also wann derjenige vielleicht sogar Geburtstag hat, was er ansonsten immer einkauft, und kann ihn da halt auch dann perfekt irgendwie in dem Laden bedienen, ne? Und genauso musst du dir das eigentlich auch vorstellen. Gerade wenn du einen Online-Shop natürlich hast, dann fehlt dir ja diese persönliche Komponente. Die musst du ja so gut es geht irgendwie technisch dann ausgleichen. Ansonsten hier noch einmal meine absolute Lieblingsseite mit, wenn es so ein bisschen um Mail-Inspiration geht, das ist reallygoodemails.com. Da hast du verschiedene Möglichkeiten. Du kannst beispielsweise nach Dingen suchen. Du kannst dir aber auch hier beispielsweise verschiedene Kategorien angucken, ne? Zum Beispiel Warenkorbabbrüche oder Zusammenstellungen beispielsweise oder Empfehlungs-E-Mails oder Empfehlungen von jemandem. Und dann kannst du halt hier so ein bisschen runtergehen und dir halt dann die verschiedenen E-Mails dazu angucken und auch raufklicken, ne? Dass man sich die hier nochmal so ein bisschen anguckt vom Blinkist beispielsweise. Und das ist eigentlich auch immer eine schöne, sage ich mal, Inspiration vom Ganzen, ne? Also das hilft einem dann auch schon immer mal, irgendwie auf andere Ideen zu gehen oder auch zu kommen oder auch mal zu gucken, wie die anderen so ein bisschen ihre Sachen gestaltet haben. Hier zum Beispiel von Spotify, auch wenn schon ein bisschen älter, aber auf jeden Fall auch cool, auch von der Farbe her, ne? Also mal was ganz anderes, natürlich auch ein sehr junges Publikum in dem Sinne. Da muss man natürlich auch mal so ein bisschen gucken, wie seine Zielgruppe ist. Aber nichtsdestotrotz, hier findest du auf jeden Fall eine Menge guter Empfehlungen. reallygoodemails.com musst du einfach mal gucken oder bei Google suchen. Und schaust dir einfach mal an. Dann viel Erfolg bei deinem E-Mail-Design und wir hören uns beim nächsten Mal. Moin und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema: die Gestaltung für Mobile und den Desktop und deren Unterschiede. Die Optimierung für die unterschiedlichen Geräte ist nicht einfach. Zum Glück haben viele E-Mail-Tool-Anbieter bereits einen What You See is What You Get Editor. Damit kannst du separate Templates für die Ansicht auf dem Desktop und andere Devices erstellen. Ansonsten gibt es diese Möglichkeit beispielsweise auch bei Adobe Dreamweaver. Das Gute an den Editoren ist, dass du keine Codekenntnisse unbedingt haben musst. Allerdings empfehle ich dir schon, die Basisbefehle zu lernen, um das Template und dessen Aufbau zu verstehen. Bei der Schriftgröße ist diese meistens in der mobilen Ansicht zu groß. Eine entsprechende Anpassung der Headline- und Fließtext-Schriftgröße ist zwingend erforderlich. Jahrelang wurden Grafiken verwendet, auf denen der Text stand, oder Grafiken von Buttons. Es gab dann immer Probleme bei der Skalierung auf den verschiedenen Geräten, zum Beispiel bei der Lesbarkeit. Dies ist heute anders. Wenn du Grafiken verwendest, sollte diese keinen Text haben oder noch besser den Text extra haben. Dies hat den Vorteil, dass nicht nur Grafikerüberschriften, Textinhalte oder Call to Action CTA-Buttons bearbeiten und schnell anpassen können, sondern auch alle anderen, die an dem Newsletter arbeiten. Ein weiterer Punkt ist das Deaktivieren von Elementen, also diese in der mobilen Ansicht nicht anzuzeigen. Aufgrund des kleinen Bildschirms im Mobile-Bereich wirkt ein Newsletter schnell überladen und unübersichtlich. Dies hat natürlich Auswirkungen auf das Leseverhalten dieser Gruppe. Ein gängiges Beispiel wäre die Navigation. Ursprünglich sind es vielleicht fünf oder mehr Menüinhalte im Header. Diese werden für den mobilen Newsletter auf drei Menüpunkte reduziert. Eine andere Möglichkeit ist Mobile First. Hier werden alle Inhalte basierend für den kleinen Bildschirm zuerst entwickelt und dann für den größeren Bildschirm. Häufig gibt es dann auch die mobile Ansicht, also als auch die Desktop-Version. Dies bedeutet beispielsweise, dass beide Ansichten nur drei Menüpunkte haben. Schauen wir uns hier auch noch einmal Beispiele zur Verteilung an. Ich habe es hier mal aufgeführt, das ist jetzt von 2020 bis 2021 Dezember. Und da siehst du dann schon,
dass die mobile Nutzung, also die Marktanteile, mittlerweile, ich hatte geguckt, so bei 44, 45% normalerweise liegen. Nicht? Dann der Desktop dementsprechend dann da drunter. Und hier siehst du schon, wie gering mittlerweile leider das Tablet mittlerweile geworden ist, obwohl das Tablet an sich gar nicht schlecht ist, was die Darstellung angeht und natürlich auch die Conversions, also die Verkäufe. Sehen wir uns nochmal eine andere Ansicht an. Du siehst aber natürlich, dies hier geht nur bis 2020, aber du siehst schon vom Verhältnis, Mobile-Nutzer bleiben natürlich viel weniger oder kürzer auf beispielsweise den Webseiten, weil es mit Mobile natürlich auch ein ganz anderes Surfen ist. Die Leute sind beispielsweise unterwegs, der Bildschirm ist relativ klein und solche Sachen. Nichtsdestotrotz wird es natürlich rege genutzt, weil jeder mittlerweile heutzutage natürlich ein Smartphone hat und Mobile dann die Sachen abruft. Hier haben wir auch nochmal ein Beispiel, dass die meisten E-Mails natürlich auch mobile geöffnet werden. Und daher ist es so wichtig, dass dein Newsletter eine mobile Ausrichtung hat. Ne? Du siehst hier beispielsweise, 54% aller E-Mails werden dann beispielsweise mobile geöffnet. Dann haben wir hier 27% Webmail und dann nochmal 19% mit dem Desktop. Und das ist halt einfach das Ding, dass diese hier natürlich, diese Leute darfst du nicht verlieren. Ne? Es gibt natürlich viele, die zuerst beispielsweise mobile den Newsletter öffnen, draufklicken und sich beispielsweise irgendwie was auf den Merkzettel packen oder den Link auch speichern oder natürlich dann zu Hause später nochmal zusätzlich beispielsweise per Webmail Desktop dann irgendwie die Mail nochmal öffnen. Hier haben wir auch nochmal Beispiele, warum beispielsweise auch so ein Preheader so wichtig ist. Das siehst du hier nochmal in der Ansicht von dem Ganzen, ne? Wie das Ganze dann hier angezeigt wird, dass du gleich auch schon mal so eine, sage ich mal, eine kurze Beschreibung hast, worum es geht dann von der ganzen Mail. Und hier siehst du beispielsweise, hier geht es zwar um eine Mobile-Webseite, aber nichtsdestotrotz siehst du natürlich den Unterschied und das musst du dir halt auch für die E-Mail vorstellen, ne? Also gerade wenn du mobile unterwegs bist und vielleicht noch eins der Handys mit den kleineren Display hast, kleineren Displays hast, ist es schon recht schwierig, auch von der Navigation und auch diese Inhalte zu erfassen. Und hier siehst du mal so, wie es, sage ich mal, früher andauernd aussah, das halt natürlich nicht für Mobile aufbereitet wurde. Ne? Da musstest du dann irgendwie rein oder rauszoomen oder irgendwie noch nach unten scrollen oder zur Seite, um da wirklich alle Inhalte zu erfassen. Und ansonsten habe ich hier nochmal eine interessante Ausstellung. Da siehst du, ne? Also das, was ich schon gesagt habe, E-Mail ist natürlich, oder besser gesagt, der Desktop macht natürlich die Sales am Ende, die Conversions, ist ja ganz klar, weil du hier drüber auch alles viel schneller und besser handeln kannst, viel übersichtlicher, du kannst viel besser Funktionen nutzen, einstellen, du hast auch teilweise deine Dateien besser zur Verfügung, als wenn du beispielsweise mobile unterwegs bist. Und dann siehst du schon, dass das Ganze dann ein Verhältnis hat von 75 zu 25%. Wobei ich halt hier immer noch sagen würde, man müsste mal gucken, nicht, wie ich meinte, also du kannst eigentlich sagen, dass du immer die Hälfte und dann eigentlich nochmal die Hälfte, was die Conversion Rate dann angeht, ne? Von Desktop auf Tablet und von Tablet auf Mobile gehen kannst. Ne? Dann siehst du aber hier zum Beispiel, was sehr interessant ist, auch wenn sie jetzt schon älter sind, aber auch da wirst du trotzdem etwas haben, dass sich die Click-to-Open-Rates, ne? Also derjenigen Leute, die wirklich ein Newsletter geöffnet haben und dann auch geklickt haben, sich hier sind diese um 30% gestiegen und hier um 18% mit der Zeit gefallen. Hier siehst du allerdings schon noch, dass der Desktop beispielsweise von den, sage ich mal, den durchschnittlichen Warenkörben dann doch noch weiter oben liegt, ne? Also auf jeden Fall kannst du sagen, dass die Leute mit einem Desktop oder die mit dem Desktop unterwegs sind, die Chancen wesentlich höher sind, dass sie A, einen höheren Warenkorb haben und B, natürlich auch, sage ich mal, eher kaufen als die Leute mobile. Aber wie ich schon sagte, die Leute steigen häufig mit mobile ein unterwegs, beispielsweise mit einem Newsletter und werden dann abends oder nachts, wann sie dann dementsprechend Zeit haben und sich an ihren Desktop, auch da gibt es ja interessante, sag ich mal, Bewegung, was jetzt auch den Laptop und sowas angeht, bist du ja auch mittlerweile mobil, und sich dann dort nochmal die Seite beispielsweise im Shop angucken und dann damit auch kaufen. Das war's von mir. Wir hören uns beim nächsten Mal und viel Erfolg mit deinen E-Mail-Kampagnen. Moin und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema, der Button. CTA, Call to Action. Ein Mailing soll dem Empfänger das Angebot verdeutlichen und wie dieses in Anspruch nehmen kann.
Häufig wird immer der gesamte Newsletter bei der Erstellung betrachtet, aber nicht primär bestimmte Bereiche. Allerdings sehen deine Empfänger abhängig von der Mailansicht und dem Gerät im Durchschnitt nur 20% deines Mailings. Dieser Bereich ist entscheidend, um das Angebot zu kommunizieren, den Empfänger zum Kauf oder einer anderen Aktion wie beispielsweise Anmeldung, Umfrage zu motivieren, zusätzliches Interesse zu wecken oder um sich auch noch den restlichen Inhalt anzusehen. Und hier kommt der sogenannte Call to Action, also CTA-Button, ins Spiel. Dieser Button kann zum Beispiel mit Zeitdruck, nicht verpassen oder Limitierung nur noch 500 Stück vorrätig zur schnellen Konvertierung führen. Zusätzlich solltest du den CTA an mehreren Stellen des Mailings platzieren. Im oberen Bereich 20% nach dem Lesen der Einleitung, auch im Text als Link, im mittleren Bereich nach Produktvorstellung und noch einmal zum Abschluss des Mailings ganz unten. Dies kannst du auch noch einmal mit einer Beschriftung etwas variieren, also nicht immer nur jetzt kaufen, sondern beispielsweise auch mal 10% sparen, Gutschein einlösen oder 30 Tage kostenlos testen. Sehen wir uns einmal einige Beispiele aus der Praxis an, wie ein optimaler CTA aussehen könnte. Hier bei dem ersten Beispiel finde ich schon sehr gut, ne? Also das ist der sogenannte Whitespace, also der Weißraum, der hier eingehalten wird, also dass letztendlich relativ viel Platz hier gerade auch zum CTA ist, nicht? Und dann hast du hier eine schöne Grafik, dann eine relativ kurze, sage ich mal, Überschrift und dann erzählt dir eigentlich auch der CTA, was eigentlich mit dem Klick darauf als nächstes passiert, ne? Also was du damit machen kannst dann beispielsweise, und da geht es dann wirklich darum, dann beispielsweise eine Liste zu entdecken. Schauen wir uns noch weitere Beispiele an. Also laut Studien ist die Empfehlung, also die Farben, die laut der Studie am besten konvertieren und am meisten Aktionen vorrufen, auf der einen Seite Orange und Grün, ne? Also Grün begegnet dir auch relativ häufig, wenn es um irgendwie sehr Dinge wie Kaufen, Anmeldung, Registrierung geht. Und Orange begegnet dir beispielsweise, wie hier auch in diesem Beispiel, wenn es darum geht, bei mehr Informationen an einer Umfrage teilnehmen und solchen Dingen. Auch Rot konvertiert sehr gut in Verbindung mit irgendwelchen Sale-Kampagnen. Allerdings würde ich dir empfehlen, beispielsweise auch für den Look and Feel, auch für die Kommunikation, durchaus auch deine Firmenfarben dort einfließen zu lassen, beispielsweise für die CTAs. Ne? Solltest du beispielsweise Lila haben, könntest du durchaus auch mal einen lilanen, violetten CTA machen und diesen einfach auch mal gegen den grünen testen oder auch gegen den orangen und schauen, wie die abschneiden. Und wenn dort, sage ich mal, nicht irgendein signifikanter Unterschied ist oder natürlich der violette auch besser abschneidet, ne, deine Firmenfarben, dann verwende diese auch auf definitiv auch, weil das Ganze dann auch einen viel höheren Wiedererkennungswert auch zu deiner Marke hat, ne? Das ist stimmiger, als wenn du dann auf einmal überall mit grünen Buttons dann irgendwie um die Ecke kommen würdest. Ansonsten merkst du auch mittlerweile, dass bei den CTA-Buttons es viel mehr darum geht, die Leute zu aktivieren und auch in einer aktiven und nicht in einer passiven Sprache, ne, mit ihnen zu sprechen und auch nicht mit dem Unbestimmten, sondern schon eher denen direkt zu erklären, hey, was passiert denn, wenn ich hier drauf klicke oder was ist der nächste Schritt? Hier siehst du einmal ein Beispiel. Da geht es darum, dass du beispielsweise in deinem Mailing, hatten wir gelernt, 20%, ne, also der Inhalte des Mailings werden meistens erfasst, dass du trotz alledem, ne, also im Mailing so optimalerweise immer nur ein Ziel verfolgen, also Fokus, und dass du diese sowohl hier oben als auch unten verwenden kannst und hier unten dann einfach mit einer anderen CTA-Bezeichnung spielst. Der könnte auch anders beispielsweise von den Farben oder so aussehen, da kommen wir gleich nochmal zu einem Beispiel. Aber nichtsdestotrotz, die beide auf die gleiche Seite dann führen, ne? Also eigentlich der gleiche Link hinterlegt ist. Hier siehst du nochmal ein Beispiel mit dem Weißraum, also dass du wirklich viel Platz für den CTA hast, dass sich diese abhebt und nicht nur durch die farbliche Markierung beispielsweise erkennbar ist. Hier haben wir, finde ich, ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie ein Newsletter aussehen kann. Es gibt nur eine kleine Sache, die man vielleicht ändern könnte. Das ist die gleiche Nennung hier unten nochmal, weil du hier schon Get Started hast. Da hätte man unten durchaus mit etwas anderem arbeiten können. Aber du siehst dann auch hier, dass der erste CTA halt ganz anders aussieht als die beiden unteren hier drunter. Ne? Also dass diese viel dezenter sind beispielsweise und zwar noch ins Auge stechen und sich davon abheben, aber nicht mehr, sage ich mal, dieses Format wie hier oben haben. Dies hat natürlich auch zur Folge,
dass das Ganze nicht ganz als so aufdringlich oder als so schwer zu erfassen aufgenommen wird, weil letztendlich ist sowieso deine Intention oder das Ziel von dem Ganzen, dass die Leute hier oben natürlich schon draufklicken. Dann siehst du auch mal, wie so ein CTA häufig aufgebaut ist, was wir jetzt auch schon in vielen Beispielen gesehen haben, beispielsweise wie eine Pyramide. Und dann geht es darum, ja erstmal Aufmerksamkeit zu schaffen. Das erreichst du oben über den Titel, über die Überschrift. Dann hast du natürlich einen kurzen Bodytext, der meist aber auch nur von den Leuten so etwas gescannt wird nach ein paar Wörtern. Aber letztendlich wandert der Blick direkt dann schon hier nach unten zu dem Button. Und dort hast du dann beispielsweise die Aufforderung, ne, etwas zu tun, dort den Call to Action. Dann schauen wir uns hier nochmal etwas an. Hier ist zum Beispiel auch nochmal ein gutes Beispiel, dass du nicht, obwohl du das gleiche Ziel hast, also hier wird zweimal der gleiche CTA verwendet, dass du den CTA-Button jetzt mehrmals hier überall drauf integrierst, weil das sieht letztendlich auch wieder sehr spammy aus. Also würdest du das Ganze nur hier oben machen und hier unten, dann sieht das Ganze weitaus unaufdringlich aus und hier hast du dann nochmal zwei komplett andere CTA-Buttons. Was hier sehr gut ist, ist auch wieder die Form, dass also oder der Trend, dass es nicht mehr nur um Form und Farben geht, wo, ne, also es ging eine sehr, sehr lange Zeit bei den CTAs meistens erstmal nur um Farben. Es immer hieß, komm, mach den grün oder mach den rot und so muss der aussehen. Dann kamen dann auch so ein bisschen die Texte erstmal so ein bisschen, aber die waren halt sehr immer plakativ mit jetzt kaufen, kaufen, bestellen, jetzt bestellen. Und dann kam halt so langsam, also was du jetzt siehst, viel mit den Formen, also dass du auch so teils abgerundete CTA-Buttons hast oder so, auch sehr dezente, so wie eben oder unterstrichene, so, ne? Das kam dann auch mit der Zeit und jetzt hast du aber auch viel wieder mit den Texten, dass die halt direkt dir sagen, hier, guck mal, benutzt das doch und werde direkt zum Profi, ne? Aber das eigentlich sehr charmant dort in diesem CTA-Button verpacken. Hier sehen wir auch mal ein Beispiel, wie man es vielleicht komplett nicht machen sollte, weil es einfach viel zu viel ist von dem Ganzen. Ne? Also du hast hier dann CTA, der gleich hier oben irgendwo kommt. Okay, aber dann hast du hier dann nochmal einen mit Shop Now. Ne? Und dann hast du hier einige von Kategorien. Hier hast du noch, sag ich mal, Produkte, die vorgestellt werden. Das ist einfach von der, also was ist jetzt letztendlich das hier natürlich etwas zu verkaufen? Aber hier mit den ganzen Dingen, ne, also da könnte man, wenn dann eher schon sofern möglich personalisieren und ihm wirklich nur Produkte für ihn anzeigen oder die irgendwo drin hat und dann in Verbindung mit dem Gutschein und ansonsten einfach auf dem Shop und dort kann er dann die Auswahl vornehmen. Aber diese sind viel zu viel und hier eigentlich finde ich, wie man es viel besser machen könnte mit einem primären Ziel, ne? Also hier geht es ja auch um einen Rabatt beispielsweise. Hier hast du ja einen 14%-Coupon, den du jetzt nutzen kannst. Hier hast du dann 40% Rabattplan auf alle Premium-Tarife dort und hier siehst du halt dann ein Anschreiben, ne, kurzer Text und dann hast du hier auch gleich den Button und hier unten stehen einfach nur nochmal so ein bisschen auch noch ein paar andere Dinge dann beispielsweise über den Premium-Account dazu. Aber letztendlich ist diese Mail super kurz, super schnell zu erfassen, gerade wenn man bedenkt, dass halt immer mehr Leute auch mobile die öffnen und irgendwie unterwegs dann auch, sage ich mal, die Inhalte dann konsumieren, musst du natürlich dich auch immer relativ kurz fassen und hast lieber die Möglichkeit auf der Seite immer, nicht? Und dann vielleicht über ein, zwei Klickpfade den Leuten immer noch mehr Informationen zu liefern, als gleich zu versuchen, alles in diese eine Mailing zu packen. Ne? Ziel ist ja eigentlich schon, als allererstes nach der Zustellung ist das Ziel natürlich die Öffnung. Dann der Klick und dann letztendlich muss der User auf der Seite dann ja konvertieren in der Regel und nicht in dem Newsletter selber. Schauen wir uns hier auch nochmal ein Beispiel an. Hier auch relativ viel Weißraum. Was hier etwas anders ist, ist, dass auch nochmal mit einem extra Element, wie hier beispielsweise für eine Preisreduzierung, direkt am Button gearbeitet wurde, was in der Regel auch sehr gut aufgenommen wird, weil hierdurch nochmal die Preiskommunikation, sage ich mal, stärker wahrgenommen wird, als wenn es nur irgendwo textlich steht oder irgendwo anders. Dann nochmal zum Abschluss, was auch wichtig ist, ist später sowohl intern das als auch beispielsweise extern, wenn man mit Grafikern oder so spricht, man eine gemeinsame Sprache hat und dort geht es dann darum, dass das oben beispielsweise dann die Headline ist, dann kommt eine Subheadline und dann kommt ein sogenannter Primary CTA, also der allererste CTA, der wird als Primary CTA, also primärer CTA,
Call to Action bezeichnet, dann hast du hier unten beispielsweise noch eine Headline für Secondary Content, also in H2, also eine kleinere beispielsweise, während die große Headline hier in H1 ist. Hier siehst du dann beispielsweise auch nochmal ein Logo. Und so könnte man sich später dann halt auch darüber unterhalten. Man sollte ein ganzes Template aufbauen mit Benennung aller Grafikelemente und dieses halt allen zugänglich machen. Und dann würde man halt wirklich nur noch darüber sprechen. Beispielsweise oben die Grafik nennt sich dann Hero-Grafik. Hey, wie sieht es aus? Ich benötige hier noch, oder als Hero-Grafik hätte ich gern Folgendes. Und jeder weiß dann eigentlich auch schon, was damit dann gemeint ist. Hier siehst du nochmal den Unterschied, den wir eben schon in der einen Mail hatten, dass beispielsweise der primäre CTA am meisten hervorsticht und der Secondary CTA oder alle weiteren dann beispielsweise schon dezenter sind. Und dann hast du auch hier beispielsweise verschiedene Formen, die du dann beispielsweise nutzen könntest für dein Design. Das war's von mir. Viel Erfolg bei der Gestaltung deines CTA-Buttons und wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Moin und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema: Tools für die Vorschau deines Mailings. Nach dem Design und der Erstellung kommt das Testen des Mailings. Der HTML-Code für das Mailing wird von jedem verfügbaren E-Mail-Client analysiert, interpretiert und wiedergegeben. Hier entstehen die meisten Fehler, da es ja in der eigenen Ansicht und beim Testversand sehr gut aussah. Um eine optimierte Darstellung auf einen Client zu erreichen, empfehle ich dir Litmus. Dieses Tool kann kostenlos getestet werden und kostet dann zwischen 70 bis 100 Euro im Monat. Litmus zeigt deine E-Mails auf über 100 E-Mail-Clients, Apps und Geräten in der Vorschau an. Zuerst solltest du aber bei deinem E-Mail-Tool schauen. Viele haben auch so eine Funktion, welche sich häufig Inbox-Preview oder Inbox-Monitor nennen. Solltest du unsicher sein, schau doch einmal in der Dokumentation deines Tools oder frage den Support. Wir schauen uns jetzt noch einmal ein, zwei Alternativen an. Hier ist wie gesagt das genannte von Litmus, was mit über 100 E-Mail-Clients, also verschiedenen Clients zusammenarbeitet, was natürlich der Platzhirsch ist, schon lange am Markt, extrem bekannt, aber wie gesagt halt auch nicht ganz günstig, 70 bis 100 Euro so im Monat müsstest du dafür rechnen. Dann siehst du beispielsweise mal, dann zeigt er dir in diesem Beispiel, wie deine Mail beispielsweise bei Apple Mail 13 aussehen würde. Und ob die, sage ich mal, auch alle Spam-Tests oder sonstigen Sachen durchlaufen hat oder ob es dort irgendwelche Probleme gibt, ne? Dann siehst du beispielsweise auch sowas wie Image-Blocking. Also wie sieht es aus, wenn deine Bilder geblockt werden? Also sind dort die Alt-Texte hinterlegt? Und wie gesagt, das ist halt von Litmus die Lösung. Allerdings, also hier oben siehst du ja die Adresszeile litmus.com. Allerdings gibt es auch noch von Litmus, was gar nicht schlecht ist und was ich dir zuerst empfehlen würde. Von Litmus, das nennt sich Putzmail. Und du siehst hier oben die Adresse putzmail.com. Und die ist kostenlos, natürlich in einer abgespeckten Version. Und sag ich mal, das Ziel von Litmus ist natürlich, dich später in diese kostenpflichtige auch reinzubekommen. Aber gerade so für die ersten Tests und einfach mal einen Eindruck zu bekommen, ist diese Version schon gar nicht schlecht und man kann damit schon einiges anfangen und damit arbeiten. Ansonsten gibt es noch beispielsweise den E-Mail Preview Service. Dort hast du dann auch verschiedene Designmöglichkeiten oder Ansichten, wie du siehst, ne? Also du kannst verschiedene Sachen testen. Du kannst auch vor allen Dingen, könntest direkt per API, also per Schnittstelle dort deine Mails einstellen. Du kannst einfach den HTML-Code kopieren deines E-Mail-Links oder du kannst natürlich direkt die HTML-Datei hochladen oder sie sogar als E-Mail versenden. Ne? Also das ist schon mal sehr cool, dass du verschiedene Möglichkeiten hast, sage ich mal, dein Mailing einzureichen. Hier siehst du dann auch mal eine Auswahl der verschiedenen Desktop-E-Mail-Apps oder der Web-Based-E-Mail-Apps. Ne? Also da sind in der Regel also alle gängigen, aktuellen und auch älteren noch mit dabei. Und dann siehst du hier auch noch mal die Mobile-E-Mail-Apps beispielsweise und mit dem kannst du natürlich auch testen. Ich habe jetzt aber vor kurzem gerade erst entdeckt,
ist jetzt wirklich für den absoluten Anfang, nennt sich Mail Ninja. Und bei Mail Ninja hast du unter Free Resources, gibt es dort E-Mail-Marketing-Tools. Ne? Also du siehst ja hier E-Mail-Marketing-Tools. Und da hast du die Möglichkeit, einerseits kostenlosen Betreffzeilen, sage ich mal, Tests zu machen. Ne? Da kannst du hier beispielsweise, natürlich musst du dich dafür anmelden, aber das Gute ist dann wirklich, dass du hier eine Betreffzeile testen kannst und er dir auch gleich beispielsweise sagt, natürlich ist dies auf Englisch, aber beispielsweise könntest du deine Betreffzeile auch einmal kurz übersetzen, einfach um zu schauen, wie es ist. Und dann wird hier einmal so ein bisschen gecheckt, ne? Also wie viele Wörter sind es beispielsweise? Die Länge ist ja teilweise auch sehr wichtig, weil jeder E-Mail-Client und sowas, jede Lösung hat dort ja andere Längen, wie das Ganze angezeigt wird, ob dort zum Beispiel Aktionswörter drin sind, ob es irgendwelche Spam-Wörter enthält, nicht? Und darauf wird dann halt auf diese verschiedenen Sachen getestet. Gerade am Anfang kannst du es einfach mal austesten, weil es kostet dich nichts, es ist kein Risiko in dem Ganzen drin. Und dann hättest du hier beispielsweise noch die Möglichkeit, was natürlich auch viele E-Mail-Clients oder E-Mail-Tools besser gesagt schon mitbringen, dass du deinen HTML-Code hier reinstellst. Dann siehst du auf dieser Seite einmal das Ergebnis von dem Ganzen, nicht? Und dann könntest du zum Beispiel auch noch sagen, also du hast dann halt direkt die Ansicht und du kannst dann beispielsweise auch mal die Bilder ausstellen. Also wenn die Bilder geblockt werden, beispielsweise im Posteingang, wie das Ganze aussieht, dann kannst du das Ganze auch einmal hier ganz normal dir im Fullscreen, also ohne die geteilte Ansicht mit dem Code angucken. Du hast hier auch noch einen, sage ich mal, Pixeldetektor, der also auch nochmal die Breite und die Höhe sich anschaut dort. Und du hast natürlich auch noch verschiedene Ansichten dann beispielsweise für Desktop und Mobile. Einfach mal zum Testen, so ein bisschen reinzukommen, ist gar nicht schlecht. Als letzte Möglichkeit haben sie hier noch, was auch ganz lustig ist, über ein Google Sheet ein Template gebaut. Und damit kannst du dann beispielsweise deine E-Mail-Adressen checken, validieren. Das Thema bekommen wir ja später nochmal. Aber beispielsweise könntest du so feststellen, sind die E-Mails in deiner Datenbank, die du beispielsweise hast, sind das valide E-Mails? Bloß, wie gesagt, hier würde ich vorsichtig sein mit dem Hochladen von irgendwelchen E-Mails oder solchen Sachen. Also da müsste man sich schon vorher versichern. Wie gesagt, in Amerika oder so ist das, wird das ja dann doch teilweise anders gehabt. Daher würde ich dir hier erstmal die Nutzung nicht unbedingt empfehlen, sondern einfach, ne, nur einmal darauf hinweisen. Und letztendlich kannst du aber gern diese beiden Tools ausprobieren. Aber in allererster Linie schau erstmal, wenn du schon ein E-Mail-Tool hast, ob dieses nicht diese Lösung, wie gesagt, schon mit drin hat, wie die E-Mail beispielsweise ankommt und wie die aussieht beim Versand. Und ansonsten einmal sag ich mal, in der Dokumentation schauen oder den Customer Support kontaktieren. Und ansonsten, wenn du noch auf der Suche bist nach dem richtigen E-Mail-Tool, habe ich dazu auch das passende Video für dich. Viel Spaß und viel Erfolg beim Testen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Moin und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema: Betreffzeile. Dies ist ein besonders wichtiges Thema. Häufig wird viel Arbeit in das Design des Newsletters gelegt. Schöne Bilder wurden erstellt, tolle Texte geschrieben und das Endprodukt ausgiebig getestet. Aber wieso hat der Newsletter am Ende so schlecht verkauft? Der Grund ist einfach: Du musst noch davor ansetzen. Stecke einiges an Zeit in die Formulierung deiner Betreffzeilen und teste diese auch immer gegeneinander. Denn der Betreff entscheidet neben der Zustellung über die Öffnungsrate. Im Punkto Länge bestand jahrelang der Mythos, dass Betreffzeilen besonders kurz sein müssen. Das stimmt nicht und diese Erfahrung habe ich auch nicht gemacht. Auf den Inhalt kommt es an. Solltest du die Möglichkeit haben, nutze die Personalisierung im Betreff. Ich habe immer den Vornamen genutzt, beispielsweise Andreas, dein 20% Gutschein wartet auf dich. Durch die Personalisierung wirkt das Mailing individuell und erhöht auch gleichzeitig die Öffnungsrate. Natürlich solltest du auch im Mailing selber dann personalisieren. Eine Betreffzeile soll wirkungsvoll sein und dies erreichst du durch die Wortwahl. Die unteren Wörter sind nur Beispiele. Du kannst diese gerne verwenden, aber am besten findest du durch Testen deine eigenen. Eine Betreffzeile kann mit Verknappung und Exklusivität arbeiten. Nur für kurze Zeit, nur heute,
Fast ausverkauft, exklusiv für dich. Eine Betreffzeile kann mit Sicherheit arbeiten. Bestseller, Garantie, neue Studie, über 1000 Bewertungen. Eine Betreffzeile kann aber auch mit Motivation arbeiten. Kostenlos, neu, entdecken, spezial. Mittlerweile werden auch Emojis in die Betreffzeilen integriert. Diese unterstützen die Nachricht der Betreffzeile, indem sie diese für den Empfänger visuell darstellen. Der Empfänger sollte eine inhaltliche Verknüpfung zwischen Text und Emoji der Betreffzeile herstellen. Gmail hat beispielsweise eine Zeichenlänge von 77. Du solltest deine Betreffzeile in meinem AB-Test unterziehen. Die meisten E-Mail-Tools haben diese Funktion mit inbegriffen. Hierfür erstellst du zwei Betreffzeilen. Der Mailing-Inhalt selber bleibt erst einmal gleich. Dann versendest du die Betreffzeilen-Varianten an jeweils 10% der Gesamtgruppe. Danach kann man festlegen, dass nach einer bestimmten Zeit die erfolgreichere Variante, anhand der Öffnungsrate beispielsweise, an die restlichen 80% des Gesamtverteilers gesendet werden. Sehen wir uns hier auch einmal nochmal kurz Beispiele an. Du siehst hier auch eine starke Personalisierung, ne? Und dann sieht man beispielsweise, siehst du hier zum Beispiel, ich denke, zum Beispiel Andreas, ich denke, sie werden dies nützlich finden. Ne? Also sorgt auf jeden Fall irgendwie für Spannung, Überraschung und führt dazu, dass der User beispielsweise noch mehr erfahren möchte. Ich habe hier auch noch mal ein paar Tools für dich, wo man dann diese Betreffzeilen testen kann. Allerdings, wie gesagt, schon im Vorfeld gesagt, sind sie in der Regel englische und meistens kann man dort auch nur englische Subject Lines, also Betreffzeilen testen. Nichtsdestotrotz kannst du aber beispielsweise die einfach mal in DeepL übersetzen auf Englisch und einfach mal diese Betreffzeilen checken und schauen, was dort passiert. Und wie ich ja sagte, viele E-Mail-Tools haben auch direkt schon diesen E-Mail oder diesen Betreffzeilen-Checker mittlerweile an Bord oder arbeiten dort mit jemandem zusammen, den du dann kostenlos nutzen kannst. Hier haben wir zum Beispiel subjectline.com. Ist etwas unübersichtlich allgemein, die Seite, also mit allerdings auch vielen Informationen. Und hier kannst du dann direkt, sage ich mal, deine Betreffzeile eintragen. Dann haben wir hier noch Mailshake, bei denen ist so, hier kannst du beispielsweise auch deine Betreffzeile eintragen und hier wird dir direkt instant angezeigt, ist die jetzt gut, ist dort irgendeine Spam-Gefahr, gibt es dort Verbesserungs, sage ich mal, Möglichkeiten im Ganzen. Dann habe ich hier noch Automizy, das ist auch mit künstlicher Intelligenz gepaart, das Ganze, und ist auch nicht schlecht, hatte ich auch schon mehrmals jetzt getestet. Macht auch teilweise ganz gute eigene Vorschläge dann in dem Ganzen. Ne? Also indem es hier beispielsweise noch ein paar andere Alternativen oder Varianten liefert. Dann haben wir relativ alt schon, ne? SendCheckit, das sind schon relativ lange gibt es die. Also die kenne ich auch schon seit etlichen Jahren und habe ich auch immer wieder mal genutzt. Ne? Also es ist relativ einfach. Kannst direkt was eingeben, kostet dann auch nichts und daher gerne einmal ausprobieren. Dann gibt es CoSchedule noch beispielsweise als Anbieter oder als eine Variante und dann hier einmal nochmal hinten, was ich sehr gut fand, ist beispielsweise den E-Mail Subject Line Tester von Omnisend, die normalerweise kosten, aber dieses Tool hier siehst du einmal kurz, wenn du runterscrollst, hast du dann beispielsweise Subject Lines, die du vielleicht ja, die ausleihen möchtest, die du kopieren möchtest, beispielsweise für einen Warenkorbabbruch. Ne? Und dann siehst du hier Still Shopping und dann ne, hier 20% Ermäßigung. Den sagen wir mal, das wäre jetzt deine Betreffzeile, die könntest du hier testen. Gibst du dann hier ein, sagst Test Now. Dann sagt er dir erstmal den Score. Na klar, wir haben jetzt die beste von ihm, sage ich mal, kopiert. Moin und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema: Bilder, also Images. Bilder haben eine enorme Wirkung auf dein Mailing. Ganz oben findet der Empfänger das sogenannte Header-Image. Optional weist dies den Inhalt des Mailings zusammen und wirbt direkt für den CTA. Stilmittel wären hier Störer, Button oder Text zum Bild. Worauf muss man generell bei Bildinhalten achten? Es gibt ein Bild-zu-Text-Verhältnis. Dieses sorgt immer noch bei einigen E-Mail-Clients für den Spam-Filter.
Zusätzlich vergrößern die Bilder auch die Gesamtgröße des Mailings, welches sich wiederum auf die Behandlung im E-Mail-Client auswirkt. Bei vielen mobilen Lesern werden zusätzlich die Ladezeiten erhöht. Viele E-Mail-Tool-Anbieter achten mittlerweile nicht nur auf die Bildkomprimierung. Es besteht die Möglichkeit, die Speicherung der Bilder auszulagern. Zusätzlich musst du einmal schauen, ob dein Bildbearbeitungsprogramm die Speicherung von Webbildern anbietet. Kommen wir jetzt zum Punkt der Bilderblockierung. Viele Mailprogramme blocken voreingestellt die Bilder in den Mailings und laden diese erst durch den Empfänger herunter. Durch das Ausblenden der Bilder werden dann womöglich wichtige Infos nicht vermittelt, beispielsweise vom Header-Image. Hier kommt dann die Möglichkeit der Alttexte ins Spiel. Genauso wie bei Webseiten kannst du den Bildern im Code einen Alt-Tag, also eine Beschreibung, verleihen. Diese sieht der Empfänger dann bei blockierten Bildern. Sollten die Bilder natürlich nicht blockiert sind, sieht er auch überhaupt nicht die Alt-Tags dahinter. Schauen wir uns hier einmal einige Beispiele an. Und ich möchte einmal ganz kurz hinweisen, dass es bei Litmus auf der Seite in deren Blog einen sehr guten Guide gibt, sage ich mal, zum Thema E-Mail-Image-Blocking. Und da sind dann auch beispielsweise direkt HTML-Codes mit dabei und da kann man dann halt mitarbeiten und das anwenden. Gucken wir uns mal an. So beispielsweise sieht es aus, wenn Bilder nicht eingeblendet werden, aber auch nicht teilweise wirklich, hier sieht man es noch besser, wirklich mit Alttexten dann gearbeitet wird. Ne? Wenn du hier zum Beispiel siehst, 6, 9, 5.5, okay. Also damit kannst du nicht wirklich was anfangen. Hier sehen wir auch nochmal ein Beispiel, wo dann die Bilder blockiert sind. Teilweise natürlich trotzdem hier noch Nachrichten, aber es sieht auch nicht schick aus. Jetzt kommen wir dazu. Also als allererstes solltest du für deine Bilder Alttexte hinterlegen. Du solltest sparsam mit den Bildern umgehen, also möglichst wenig Bilder und nicht möglichst viel dort drin. Dann dort erstmal ganz normale Alttexte hinterlegen, also die beschreibend sind. Das ist beispielsweise auch der Grund mittlerweile, warum es sehr vernünftig ist, den Text, da kommen wir gleich nochmal zu dem Beispiel, den Text und die Grafik zu trennen. Ne? Früher war ja der Text mit in der Grafik drin, das sehen wir gleich nochmal in einem Beispiel. Hier sehen wir aber mal ein sehr schönes Beispiel, die noch so ein bisschen, sage ich mal, weitergegangen sind und nicht nur die Alttext gemacht haben, sondern diese auch noch wirklich designt haben, ne? Durch verschiedene Elemente. Und wenn du dir jetzt dieses Mailing anguckst, dort wurden Bilder unterdrückt, und trotzdem sieht dieses Mailing jetzt überhaupt nicht schlecht aus im Ganzen, sondern sieht durchaus immer noch sehr, sehr, sehr schick und klassisch und auch sehr übersichtlich aus, das Ganze. Und es fällt eigentlich gar nicht auf, dass hier jetzt die Bilder irgendwie geblockt wurden. Ne? Also das sieht man gar nicht. Hier haben wir auch nochmal ein anderes Beispiel, wo dann beispielsweise Bilder geblockt werden. Das siehst du hier oben nur minimal. Aber ansonsten sieht dieses Mailing auch noch sehr gut aus. Ne? Also Ziel ist ja wirklich, trotz der geblockten Bilder und viele E-Mail-Clients mittlerweile, bei denen ist es schon voreingestellt, das heißt, was aber auch gut ist, was heißt, dass der Benutzer selber aktiv erstmal etwas machen muss oder beispielsweise die Einstellung ändern, bevor überhaupt die Bilder dann angezeigt werden. Und darauf muss man natürlich optimieren. Hier sehen wir nochmal ein Beispiel, warum es auch gut ist, dass Bild und Text nicht mehr zusammen ist. Hier siehst du beispielsweise Hintergrundgrafiken, aber trotzdem hier einen Text und hier siehst du es einmal ohne die Hintergrundgrafiken. Ne? Also dir fällt natürlich auf, dass hier oben das Logo dann weg ist, aber ansonsten wird hier gar nichts wirklich in diesem Text vermisst. Ne? Also die Infos sind immer noch da bei dem Ganzen. Das war's von mir. Probier es einmal aus. Mit den Alttext, wie gesagt, im ersten Step einmal nur ganz normale Alttext einbauen, das ist zumindest eine Beschreibung und so ein bisschen eine Orientierung für den Empfänger gegeben ist. Und wenn du dann immer sicherer wirst und immer häufiger, sag ich mal, diese Alttext anwendest, dann schau dir doch gerne auch mal an, wie man diese, sag ich mal, stylen kann. Also wie man dann wirklich, wie in diesem Beispiel, es so aussehen lassen könnte, als ob dieses Mailing komplett in Ordnung wäre und dort nicht irgendwelche Bilder unterdrückt würden. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Kampagnen und wir hören uns beim nächsten Mal.
Moin und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema: Textmail. Dass dein Mailing aus HTML besteht und sich daher designen lässt, wissen wir ja bereits. Allerdings wird die andere Variante und deren Wichtigkeit häufig nicht so stark beachtet. Und das ist die Textversion deines Mailings. Hierfür gibt es die sogenannte Multipart-Mail, in welcher es möglich ist, sowohl die HTML-Variante als auch nur die reine Textvariante auszuspielen. Die Zustellbarkeit bildet hier die wichtigste Aufgabe der Textversion. Wenn der Empfänger Server aufgrund deren Server- oder Firewall-Einstellung die priorisierte HTML-Version nicht zulassen, wird die ebenfalls konfigurierte Textmail ausgeliefert. Diese Textvariante ist ein gutes Backup für Geräte, welche ausschließlich Text darstellen können. Außerdem gibt es immer noch eine Menge Empfänger, die ihre Nachrichten lieber in diesem Format konsumieren. Ein weiterer Bereich ist die Sicherheit und die daraus resultierende Verbesserung der Zustellraten. Der Grund ist, dass Spammer meist keine Zeit investieren, um diese ebenfalls zu erstellen. Daher achten die meisten Spamfilter auf das Vorliegen einer Textversion. Wichtig ist hierbei das sogenannte Text-HTML-Verhältnis. Für die Berechnung dekodieren die Spamfilter die komplette Nachricht und zählen dann die Zeichen, sowohl im Plaintext, also der Textversion, als auch in den HTML-Text. Formatierung, Bilder und Links sind im HTML-Code angelegt und machen eine große Menge davon aus. Die Textversion sorgt dafür, dass dadurch der Anteil des Plaintextes steigt. Mit Erreichen eines bestimmten Schwellenwertes sind deine Mails für den Spamfilter nicht mehr verdächtig. Das Verhältnis von 30 zu 70 ist ein guter Wert für das Text-HTML-Verhältnis. Immer häufiger begegnen mir jetzt auch wieder Versender, welche nur noch Textmails versenden für ihr Angebot. Diese verstehen es perfekt, ihr Angebot ohne Bilder und mit einer guten Textstruktur zu vermitteln. Eine gute Textversion sollte kurz und einfach gehalten sein. Hierfür nimmst du die wichtigsten Informationen aus deiner E-Mail und bereitest die Inhalte klar für deinen Empfänger auf. Zusätzlich solltest du bedenken, dass im Gegensatz zur HTML-Mail dir weniger visuelle Möglichkeiten für die Textversion zur Verfügung stehen. Versuche daher, deine Textversion gut zu strukturieren und verwende auf jeden Fall viele Weißräume. Zusätzlich solltest du dichte Textblöcke vermeiden, damit die Empfänger leicht die Mails lesen können. Und hier noch ein paar Tipps für bessere Textversion. Mache dem Leser möglichst einfach klar, was du ihm mit dem Mailing sagen willst. Kennzeichne dein Call to Action beispielsweise durch spitze Klammern oder auch als Pfeile. Du kannst Zeichen wie ++ verwenden, um Absätze zu unterteilen oder auch deine Überschriften hervorzuheben. Verzichte auf ASCII-Zeichen für beispielsweise Copyright-Zeichen, da diese von vielen Mail-Clients nicht unterstützt werden. Integriere einen Link zur Online-Version. Verwende keine dauerhafte Großschreibung, da diese Spamfilter als Indiz für Spam erkennen. Orientiere dich immer an der HTML-Version und generiere nicht komplett andere Inhalte. Verwende immer in beiden Mail-Versionen deinen Footer und Header. Achte darauf, nicht immer den gleichen Standardtext in deinem Mail zu verwenden, denn das ist der schnellste Weg auf die Spam-Liste. Die integrierten Links sollten immer die gleichen wie in deiner HTML-Mail sein. Links sind allerdings anders zu behandeln als in den anderen E-Mail-Versionen. Hier kannst du keine Bilder oder Buttons, hinterlegen, um dort die Links drauf abzubilden. Der Anteil in HTML-Mails ist üblicherweise sehr hoch, aber fällt durch die verschiedenen Elemente nicht so auf. Daher musst du vielleicht die Anzahl der Links verringern in deiner Textvariante. Deine Links sollten auf jeden Fall auch hervorgehoben werden für deine wichtigsten Ziele. Da Mails mittlerweile häufig auf Mobilgeräten gelesen werden, nimmt die Anzahl der Klicks auch ab im Vergleich zur Desktop-Variante. Zusätzlich könntest du das Problem des Trackings haben. Da deine Links normalerweise immer noch einige Parameter hinter der eigentlichen Adresse enthalten. Allerdings kannst du dies verhindern, indem du beispielsweise Text verlinkst und nicht die URL selber in das Mailing integrierst. Verzichte aber nach Möglichkeit auf URL-Shortener. Häufig haben die Versandtools für E-Mails die Editierung der Text- und HTML-Mail dieses inklusive. Manche bieten auch eine automatische Erstellung der Textversion. Diese solltest du aber immer gut prüfen. Schauen wir uns hier jetzt nochmal was so an. Hier sieht man zum Beispiel auch der Vorteil von beispielsweise Textversion. Das kommt ja auch immer auf die Geräte, drauf an, die fähig sind, solche Nachrichten abzurufen. Hier zum Beispiel bei solchen Variables wie hier eine Apple Watch ist das, empfiehlt es sich ja auf jeden Fall, ne? Also solche Nachrichten beispielsweise zu versenden. Und hier siehst du dann beispielsweise nochmal, wie so eine Textmail beispielsweise aussieht. So, dann haben wir hier nochmal ein
Beispiel, was man nämlich auch wunderbar machen kann, gerade also welche viel oder häufig, welche Mailarten genutzt werden für Textmails, sind diese Transaktionsmails, ne? Bestellbestätigung, Versandbestätigung, beispielsweise Zahlungseingangsbestätigung, all diese Dinge, ne? Von den Transaktionsmails kannst du hervorragend dafür nutzen, sage ich mal, Textmails daraus auszumachen. Und durchaus auch nur, also generelle Textmails ohne groß jetzt viel mit Bildern und Grafiken beispielsweise. Na, es gibt aber auch noch eine etwas andere Variante, beispielsweise für die Transaktionsmails, die zeige ich dir hier nochmal. Und die haben wir hier, glaube ich, auch nochmal. Das sind nämlich dann schon, dass du hier beispielsweise noch ein Logo und solche Sachen hast und hier beispielsweise auch noch ein Call to Action. Na, also das wäre dann so ein bisschen die Kombination mit dieser Mail zusammen und das würde diese Mail auch nochmal so ein bisschen deutlich sag ich mal, aufwerten. Was ich aber zum Beispiel auch häufig nur als reine Textmail verschickt habe, war früher eine Bewertungsaufforderung, ne? Oder eine Teilnahme an der Kundenzufriedenheitsumfrage. Schauen wir uns hier auch nochmal eine an und du siehst also Textmails, ne? Gerade hier so, die sich hier schon, finde ich, sehr voll enthält, aber alle wichtigen Infos, ne? Aber sehr wenig Weißraum an sich. Hier ist das schon besser, weil man einfach so ein bisschen, sag ich mal, Abstand hat und nicht so viel auf einmal hat, ne? Also das wirkt schon hier alles deutlich sauberer. Wie gesagt, das ist ja auch mit HTML kombiniert, dadurch dann auch noch so ein bisschen mehr farbig. Und ja, probier es einfach mal aus, schau nach. Normalerweise, wie gesagt, wenn du ein E-Mail-Tool schon hast, hat der E-Mail-Editor in der Regel auch etwas, wo du dann direkt die Textvariante entweder hinterlegen kannst oder diese gleich direkt automatisch für dich erstellt wird. Viel Erfolg bei der Erstellung deiner Textmails und wir hören uns beim nächsten Mal. Moin und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema: Fonts, also Schriftarten. Viele E-Mail-Clients wie Outlook unterstützen nur einige Schriftarten für die Darstellung in E-Mails. Diese nennen sich Web-Safe-Fonts. Zu diesen zählen folgende Schriftarten: Arial, Helvetica, Verdana, Georgia, Times New Roman. Solltest du weiterhin deine eigene Hausschrift verwenden wollen, kannst du die passende Web-Safe-Font als Fallback-Variante einsetzen. So kann sichergestellt werden, dass auch bei Auswahl der genutzten Webfonts eine lesbare E-Mail-Version zur Verfügung steht. Ich würde allerdings gerade zum Start einfach eine der gängigen Web-Safe-Fonts nutzen. Später kannst du diese immer auch noch als Fallback einrichten und deine eigene Schrift einsetzen. Alles weitere zu diesem Thema findest du auch bei Litmus, was ich dir einmal zeigen möchte. Die haben einen super Artikel geschrieben zum Thema Webfonts, How to make them work perfectly in E-Mail. Und du siehst ja, die Lesezeit ist ungefähr angegeben mit 23 Minuten. Hier oben siehst du auch einmal den Link des Ganzen, ne, und im Blog. Dort einfach suchen nach dem Ultimate Guide to Webfonts. Da siehst du mal einen kurzen Überblick. Ich kann einmal kurz erzählen, wie ich das ansonsten mache. Also wir haben in der Regel immer Roboto verwendet in letzter Zeit. Also auch ein paar verschiedene Formen von Roboto natürlich. Aber es begegnet dir überall mittlerweile eine der gängigsten Schriften. Und dort dann beispielsweise immer Arial nochmal als Fallback eingerichtet. Ne? Also entweder du startest erstmal direkt mit einer dieser sogenannten Web-Safe-Fonts wie Arial oder, ne, Helvetica, Georgia, Times New Roman. Das sind ja so somit die bekanntesten, auch wenn man früher viel mit Word gearbeitet hat, kennt man ja, denke ich, auch die Schriftarten. Und ansonsten müsstest du halt einfach gucken, welche Schriftart ist eigentlich bei euch vielleicht, sofern ihr das habt, in der Corporate Identity oder im Corporate Design festgelegt in dem Ganzen. Und wenn du diese dann natürlich verwendest, dann hinterlege am besten einen als Fallback, also als eine Sicherheit, sollte. Wie gesagt, manche Mail-Clients zeigen diese Schriften nicht an oder nicht richtig an. Und dies würde halt dein Mailing dann auch zerstören. Und hier hast du halt einfach die Möglichkeit, als Fallback etwas anzulegen, ne? Und hier siehst du dann nochmal, also wirklich ein super Artikel. Hier siehst du zum Beispiel auch, wer
wer welche Webfonds dann beispielsweise supportet, ne? Dann siehst du hier No und bei manchen ist vielleicht dann noch ein Sternchen, was dann so beispielsweise heißt, mal ja, mal nein oder mal funktioniert es, dann klappt es gerade wieder nicht. Also diesen Artikel kann ich dir wirklich nur empfehlen. Hier siehst du dann auch beispielsweise, wo du bestimmte Webfonds herbekommst, wie du die einbindest und alles. Also hier ist alles genau erklärt. Ne? Also hier geht das dann auch dann so ein bisschen in die Richtung dann schon mal, dass man hier auch schon mal ein paar, sag ich mal, Dinge an Code dann kopieren kann und die bei sich beispielsweise zur Not einsetzen kann oder damit arbeiten kann. Ne? Und es ist auch gar nicht verkehrt. Also wie ich meinte, die meisten E-Mail-Tools machen alles jetzt für einen selber. Aber nichtsdestotrotz ganz gut dann die Basics zu verstehen, um einfach sag ich mal, das Grundgerüst zu verstehen oder auch, wie man dann vorgeht. Und das hilft dann auch, wenn man manchmal so ein bisschen auf der Fehlersuche dann bei Templates dann ist, ne? Schauen wir uns hier nochmal was an. Hier zum Beispiel gibt es auch nochmal so ein paar E-Mail-Fonds, die empfohlen werden. Das sind Arial, kennen wir ja schon, WebSafe-Fonds, Korea, Robotus Lab. Also Roboto hatten wir, wie gesagt, immer benutzt und Verdana auch eine dieser WebSafe-Fonds, also womit dir nichts passieren kann bei den Mail-Clients. Hier auch nochmal ein, zwei Beispiele, so ein bisschen für Schriften. Ich bin immer, also der Fan, wie gesagt, ne, muss jeder auch selber gucken und vielleicht auch testen oder allgemein, was er für eine Marke hat oder Produkte. Bin immer so ein Fan, so ein bisschen von diesen klaren, sage ich mal, Dingen nicht zu sehr verschnörkelt, die man halt sehr gut lesen kann. Ne? Also wenn man sich das hier beispielsweise anguckt, kann man all diese Sachen eigentlich sehr gut lesen. Sie sehen auch super aus, ne? Also auch die einzelnen Elemente und so. Es ist auf jeden Fall klassisch, es ist sehr aufgeräumt, es ist nicht zu viel von dem Ganzen. Und auch die Schrift sieht schön und anspruchsvoll aus, aber man kann sie auch wirklich sehr gut lesen. Das heißt, ne? Bei einigen Schriften hat man beispielsweise Probleme zu identifizieren, ist jetzt ein L oder ist das ein I oder so, ne? Also weil die sich sehr ähnlich dort in dem Ganzen sehen. Siehst du auch noch ein paar andere. Und so sieht das Ganze dann aus. Also, wie ich meinte, ne? Eigentlich ein sehr schöner Newsletter jetzt für mich, der mir gut gefällt. Hier siehst du dann auch so ein bisschen anders. Die haben eigentlich auch viel mit Schriftarten gearbeitet, die man sehr gut lesen kann und ja, also auch relativ normalen Schriftarten. Allerdings siehst du dann hier so ein bisschen auch, dass die dann hier und so auch mal so ein bisschen was anderes reinbringen, was aber auch super passt, ne? Also was echt klasse aussieht. Aber beispielsweise gerade bei den Produkten selber und der Beschreibung ist es sehr einfach gehalten und sehr gut zu lesen, ne? Also von den ganzen Dingen. Aber du siehst ja hier zum Beispiel, dass die hier nochmal was zum Beispiel bei diesen Dingen dann halt etwas anders eingeführt haben. So, das war es von mir. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Gestalten deiner Webfonds. Denk an die Web-Safe-Fonds und wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Moin und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema ist ein wichtiges Thema und zwar Personalisierung. Wir haben ja bereits die Möglichkeit der Personalisierung für die Betreffzeile kennengelernt. Personalisierte E-Mails haben eine sechsfach höhere Verkaufsrate als Mails ohne Personalisierung. Nach der Segmentierung des Verteilers kommt die Personalisierung. Zuerst solltest du mit der Personalisierung aufgrund der statischen Daten beginnen. Vor- und Nachname zur Ansprache, Ablaufdatum eines Gutscheins und Bezug auf einen Kauf, beispielsweise das Produkt. Die Einbindung der Personalisierung erfolgt über Platzhalter in den Mailings. Diese Felder werden dann dynamisch beim Versand ausgefüllt mit den hinterlegten Daten. Bei Nifty Images kann man beispielsweise Bilder personalisieren oder einen persönlichen Countdown erstellen. In der Enterprise-Variante wäre sogar eine mehrfache Personalisierung möglich. Zuerst solltest du schauen, ob dies auch dein Mail-Tool anbietet. Ansonsten kannst du als Kleintrick ja das Bild und den Text trennen. Im Textfeld kannst du dann wie beispielsweise bei der Anrede einen Platzhalter platzieren. Wenn du jetzt noch etwas dich mit der Typografie beschäftigst, kann diese Personalisierung schon sehr gut aussehen.
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit sogenannter Recommendation Engines, auch genannt RAG-Engine. Diese schlagen dem Empfänger basierend beispielsweise auf einer Matching Rate bestimmte Produkte vor. Hierbei wird analysiert, in welchen Kombinationen auch andere Kunden Produkte angesehen oder gekauft haben. Die meisten E-Mail-Tools haben diese Funktion nicht und du musst diese teuer dazu buchen als Extra-Tool. Hier gibt es beispielsweise Optimizely. Am Anfang starte einfach, indem du deinen Mails die meistverkauften Produkte abbildest bzw. Produkte, die der Empfänger auf dem Merkzettel oder im Warenkorb hat. Diese Empfehlung kann man auch im Content-Bereich nutzen und kann dies auch kommunizieren, unsere meistgelesenen Artikel beispielsweise. Sehen wir uns hierzu einmal Beispiele noch an. Wie wir gelernt haben, kannst du allerlei personalisieren. Dies könnte beispielsweise hier allein in der Ansprache schon ein Name sein. Dies könnten aber auch beispielsweise direkt Produkte sein, ne? Dass man dann direkt sagt, hier schau dir mal diese Produkte an, die sind passend für dich. Was man auch personalisieren kann, ist in den Call to Actions beispielsweise den Namen dort eintragen. Mittlerweile, wie gesagt, in den Grafiken ist es auch einfach. Also wenn hier, ich gucke mal eben, wenn hier beispielsweise jetzt eine Grafik wäre und hier groß stehen würde irgendwie, jetzt hier Markenschuh von Adidas in der Grafik, was man heutzutage nicht mehr wirklich macht, dann trennst du einfach Grafik und Text und in dem Text kannst du dann eigentlich alles eingeben, was du willst und damit auch eine relativ einfache Personalisierung. Früher war eine Bildpersonalisierung viel schwieriger, weil die ganzen Bilder natürlich generiert werden mussten und du dann in der Datenbank hinterlegen, welches Bild beispielsweise wann an welchen Empfänger ausgespielt wird. Hier hast du beispielsweise dann nochmal eine Geburtstagstorte und hier ist auch einfach nochmal eine kleine Personalisierung drin, was man auch teilweise machen kann, habe ich auch schon häufiger gesehen. Ist für mich jetzt nicht ganz so interessant, aber ein nettes, sage ich mal, Gimmick ist, dass man halt den Rabattcode beispielsweise auch mal personalisieren. Das heißt, solltest du die Möglichkeit haben, könnte man beispielsweise über das Shop-System verschiedene Gutscheine erstellen und diese dann verschiedenen Kunden zuordnen. Dass da beispielsweise auch der Name von dem Kunden da noch mit drin steht. Hier siehst du ansonsten einmal, wie es ansonsten aussieht. Hier hast du beispielsweise einmal die Betreffzeile und gleichzeitig dann beispielsweise nochmal hier den Preheader, wo dann schon mal einiges drin steht. Und du siehst ja, dass in beiden schon mal hier personalisiert wird. Und wir schauen uns das gleich auch nochmal an, warum diese Methode gerade so erfolgreich ist. Wir haben hier zum Beispiel auch nochmal ein Newsletter und hier sieht man dann halt auch nochmal den Namen hier eingeblendet und das ist relativ einfach heutzutage zu realisieren. Also das kann, ich glaube mal jedes E-Mail-Tool kann das mittlerweile, dass man wirklich dann auch festlegen kann, hey, möchte ich denjenigen mit Vor- und Nachnamen ansprechen, möchte ich denjenigen nur mit Nachnamen oder nur mit dem Vornamen ansprechen. Ist ja von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, auf was für einer, sag ich mal, persönlichen Ebene sie kommunizieren. Hier haben wir dann ansonsten nochmal eine Auswertung, die dann beispielsweise sagt, dass die Custom Personalization, ja, das ist dann beispielsweise, wir gucken uns das mal an, die am besten performende ist, also dort erreichst du dann so knapp 10% von den Öffnungsraten dort, also eine Steigerung des Ganzen und das sieht so aus, dass diese Sachen eine Kombination sind aus dem Namen des Empfängers und noch zusätzlichen Daten angereichert, beispielsweise Location oder so, ne? Zum Beispiel, hallo Andreas, hier das Wetter in Bremen oder in Bremen wird es regnerisch, hier deinen Regenmäntel, Andreas, zum Beispiel solche Sachen dann, ne? Also das heißt, heutzutage ist eigentlich Usus, dass man zumindest den Namen dann irgendwie in die Betreffzeile reinschreibt. Aber wenn man jetzt noch irgendwie was anderes verbinden kann, dann erzeugt man natürlich gleich eine viel höhere Relevanz, als sonst der Fall wäre. Schauen wir uns hier einmal nochmal ansonsten Nifty Images an, was ich vorhin gesagt hatte. Bei denen ist es dann wirklich so, dass man dort verschiedene Features dann hätte und dort dann, sage ich mal, auch eine Personalisierung hinbekommen und diverse andere Sachen. Also schau dir auch gerne einmal die Seite von Nifty Images an. Das war's von mir. Viel Erfolg bei der Personalisierung deiner Kampagnen und wir hören uns beim nächsten Mal.
Moin und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema sind Alttexte. Die Alttexte sind ebenfalls ein wichtiger Bestandteil deines Mailings. Wir wissen ja bereits, dass viele Mail-Clients die Bilder im Newsletter nicht anzeigen und man diese manuell herunterladen muss. Dies hat auch etwas mit dem Punkt Tracking zu tun, denn durch die nachladenden Grafiken vom Server kann man ermitteln, ob ein Empfänger die Mail geöffnet hat. Weitere Anwendungsbeispiele könnten eine langsame Internetverbindung oder eine fehlerhafte Grafik sein. Durch den Alttext, welcher für alternativer Text steht, kannst du die Anzeige deines Newsletters selbst mit unterdrückten Bildern aufwerten. Die Alttexte kennst du sonst eventuell aus dem Bereich der Suchmaschinenoptimierung. Die Alttexte werden nicht vom Empfänger gesehen, wenn die Bilder heruntergeladen werden. Andernfalls verrät der alternative Text, was auf den Bildern zu sehen ist. Hierdurch wirkt der Newsletter auf den jeweiligen Mail-Client vertrauenswürdig, da sich viele Spammer solch eine Arbeit nicht machen würden. Ein zusätzlicher Pluspunkt ist die Barrierefreiheit, denn der Alttext kann von Screenreadern erfasst werden und hat somit Bildinformationen für Menschen mit einer Sehbehinderung. Dein Alttext sollte kurz und aussagekräftig sein. Er ist zusätzlich auch ein Baustein für die HTML-Version deines Newsletters. Meistens werden zu lange Alttexte verwendet, auch wenn es keine wirkliche Maximallänge gibt. Dies liegt auch daran, dass die Buchstaben unterschiedliche Breiten haben. Aber länger als 100 Zeichen sollte dein Alttext nicht sein. Versuche diese einzuhalten. Sollte dies absolut nicht möglich sein, dann musst du ein sogenanntes Longdesk-Attribut nutzen, um auf die ausführliche Bildbeschreibung zu verlinken. Dein Ziel muss es aber immer sein, alle relevanten Informationen zum jeweiligen Bild zu hinterlegen. Für jedes Bild solltest du einen Alttext verwenden. Für nicht sichtbare Bilder also transparent. Verwendest du trotzdem das Alt-Attribut, aber lässt die Beschreibung dazu frei. Bedenke auch, dass die Alttexte für die mobile Ansicht kürzer sein müssen. Der Alttext bildet einen wichtigen Baustein für eine valide HTML-Programmierung. Anfangs solltest du dich darauf beschränken, nur einen einfachen Alttext zu hinterlegen. Später hast du die Möglichkeit, diese Texte mithilfe von Stylesheets wie Schriftart und Größe sowie Farbe, optische Akzente zu setzen. Häufig hört man auch Begriffe wie zum Beispiel den Alt-Tag. Allerdings gibt es hierfür keinen HTML-Tag. Es gibt nur ein sogenanntes Image-Tag für Bilder. IMG steht hierbei für Image und das Attribut ist hierfür Alt. Und das, was wir in das Alt-Attribut schreiben, ist dann der eigentliche Alttext. Du kannst die Alttexte selber testen, indem du dir eine E-Mail-Adresse beim Mail-Client einrichtest. Bei diesem ist entweder standardmäßig der Download von Bildern unterbunden oder du stellst diesen in den Einstellungen ein. Dann sendest du eine Testmail, also eine Preview, an die Adresse. Alternativ funktioniert das Testen der Ansicht eventuell auch in deinem E-Mail-Versandtool in der Vorschau. Denk daran, keine Anführungszeichen zu verwenden, da diese bereits vom HTML-Attribut verwendet wird. Weitere Anführungszeichen sorgen dafür, dass der HTML-Code nicht mehr zu 100% funktioniert. Weitere Infos findest du hierzu auch auf dem Blog von marketo.com. Sehen wir uns einmal dazu ein Beispiel bei Ihnen an. Hier seht ihr einmal einen Newsletter. Dort wurde schon mit den Alttexten gearbeitet. Die seht ihr ganz klar hier. Ja. Dort sieht man schon, also die Bilder wurden nicht heruntergeladen. Normalerweise würden hier Bilder, also Grafiken auftauchen. Und statt dieser Bilder und Grafiken, da der Download nicht gestattet wurde, seht ihr hier direkt die Alttexte, die schon ein bisschen beschreiben sollten, was derjenige dort sieht und was er findet. Und diese sind natürlich auch verlinkt. Allerdings kann man hier noch eine Stufe weitergehen. Also im ersten Step würde ich dir immer erstmal dazu raten, ganz normal erstmal Alttext zu verwenden. Aber wir können noch mal ein Stück weitergehen und uns mal die Alttexte eine Stufe weiter oben oder besser gesagt höher ansehen. Dort werden sie nämlich schon wirklich designt. Das heißt, aufgrund von Farben und bestimmten Eingaben ist es sogar möglich, dort Farben zu hinterlegen. Und so sieht das Ganze nun nicht mehr ganz so merkwürdig aus, auch nicht für denjenigen, der deine Mail öffnet. Schauen wir uns hier nochmal den Unterschied an, zu oben. Hier siehst du es einmal, hier haben wir nur den Alttext und hier haben wir wirklich noch eine Hintergrundgrafik und die Schrift ist auch schon feiner und besser designt als hier oben. Und das macht schon mal einen gewaltigen Unterschied. Dies solltest du dann im zweiten Step einmal probieren. Aber im ersten Step, wie gesagt, reicht es vollkommen, wenn in deinen Mailings überhaupt Alttexte hinterlegt sind.
Und hier unten sieht man dann nämlich, wie der Newsletter aussehen würde, wenn wirklich alle Bilder heruntergeladen waren. Das war's von mir zu dem Thema Alttexte und wir hören uns beim nächsten Mal. Moin und herzlich willkommen, unser heutiges Thema Mobile First. Wie wir bereits gelernt haben, greifen immer mehr mit ihrem Mobiltelefon auf die E-Mail zu. Du hast sicherlich auch schon Webseiten mit dem Mobiltelefon geöffnet, welche nicht gut aussahen und auch nicht nutzbar waren aufgrund der Elemente. So ist es auch bei Newslettern in der Darstellung. Und dies erhöht die Wahrscheinlichkeit der Löschung der Mail, weitere nicht zu öffnen oder im schlimmsten Fall der Abmeldung des Mailempfangs. Auch wenn immer noch die Verkaufsrate am höchsten ist auf Desktop-Geräten, fängt meist der Einstieg im Mobilbereich an und wird später zu Hause fortgesetzt oder direkt abgeschlossen. Bei Mobile First geht es um den strategischen Ansatz, das Design primär für mobile Endgeräte zu optimieren und erst im nächsten Schritt für die größeren Bildschirme, wie für den Desktop-Bereich. Das Gute ist beim mobilen Ansatz, dass du keine Abstriche im Nachhinein machen musst, was beispielsweise Grafiken oder auch Textinhalte angeht. Ansonsten gibt es noch den Ansatz der Zwei-Version, sowohl bei den Webseiten auch als auch den Newslettern. Dieser ist aber schwer verwaltbar und unübersichtlich, gerade bei mehreren Seiten. Im Zuge der Mobile-First-Strategie werden Inhalte nach Wichtigkeit priorisiert. Beim Responsive-Design werden die Inhalte technisch an das Endgerät der Empfänger angepasst, da sich die Bildschirmgrößen und Auflösungen je nach Gerät unterscheiden und die verschiedenen E-Mail-Clients können ebenfalls die Darstellung beeinflussen. Das Responsive-Design bietet eine gute Kontrolle über das Design. Sogenannte Kinetic-Funktionen wie ein Slider lassen sich auch auf vielen Web-Clients darstellen. Auch hier ist es wieder so, dass viele Mail-Versender Lösungen für Optionen bereits an Bord haben, also dass ein Responsive-Design automatisch angelegt wird und in der Preview verschiedene Endgeräte getestet werden können. Eine weitere Möglichkeit wäre das Fluid- oder Hybrid-Design. Hierbei wird eine prozentuale Größenanpassung genutzt, um die Inhaltsbereiche an die jeweiligen Bildschirmgrößen anzupassen. Gerade bei textlastigen Inhalten sind sie eine bessere Lösung als skalierbare Designs, da sie den Bildschirm optimal füllen. Allerdings ist diese Designmöglichkeit nicht optimal für komplexe Designs. Daher lautet meine Empfehlung Responsive Design. Als erstes solltest du analysieren, welchen E-Mail-Client deine Empfänger verwenden. Wenn du diese kennst, kannst du dir später eine Preview deines Newsletters für diese Clients ansehen. Erstelle ein Konzept für die mobile Version in Bezug auf den Aufbau, die Elemente und wie Text verwendet werden. Da du dich auf das Wesentliche konzentrieren musst, aufgrund des Platzes, erhalten deine Newsletter eine bessere Übersicht und Benutzerfreundlichkeit. Am besten nutzt du, sofern vorhanden, zum Start Designvorlagen für dein Newsletter. Zu einem späteren Zeitpunkt kannst du immer noch ein komplett eigenes Design entwerfen. Achte auf die Schriftgröße bei der Erstellung. Schriftgrößen unter 14 Pixel sind für mobile Nutzer kaum noch lesbar. Lieber eine größere Schrift und dafür kürzere Texte. Verwende ebenfalls bekannte Schriftarten, welche nicht verschnörkelt sind, da diese auf kleinen Bildschirmen schlecht lesbar sind. Für eine bessere Struktur verwendest du Bullet Points und Abstände. Bei Verwendung von Bildern im Newsletter sollte die Dateigröße möglichst klein sein. Arbeite für mehr Aufmerksamkeit mit verschiedenen Elementen. Die CTA-Buttons sollten innerhalb der Touch-Area liegen, also dass diese bequem erreicht werden können, denn der Finger ist die neue Maus. Verwende nach Möglichkeit einspaltige Layouts. Ansonsten musst du die Umbrüche bei kleineren Bildschirmgrößen überprüfen. Einige raten dazu, auf Textlinks zu verzichten. Das würde ich nicht tun. Textlinks haben immer sehr gut funktioniert. Du musst dafür sorgen, dass diese klar erkennbar und vor allem gut klickbar sind. Verwende nicht zu viele Grafiken, um den Newsletter nicht zu überladen. Gestalte ebenfalls die Betreffzeile kurz, beispielsweise 30 Zeichen, da diese sonst auf Smartphones abgeschnitten werden können. Und zum Abschluss auf jeden Fall auch hier A- und B-Tests verwenden. Beim Headerbild verwenden einige bereits ein vertikales Bild. Schauen wir uns hier das nochmal an. Dies war dann der Beginn, also wirklich das Responsive Design. Das heißt, eigentlich wurde die Erstellung, die Konzeptionierung und alles auf einem großen Desktop, also auf dem Bildschirm entwickelt. Und dies wurde dann, je nachdem, wo es ausgeliefert wurde, dann auf kleinere Geräte umgebrochen, ne? Also von den Anzeigen her dort. Und jetzt schauen wir uns einmal diesen neuen Ansatz an. Du arbeitest natürlich ja immer noch mit einem Responsive Design. Das heißt,
Es wird an die Geräteeinstellung, an den E-Mail-Client und alles angepasst, so wie es ausgeliefert wird, beispielsweise, dass dann bei Handys und so das Ganze dann umbricht dort, dass du einen Zeilenumbruch hast, um Sachen untereinander darzustellen und Bilder und darunter den Text. Aber hier fängst du mittlerweile an, dass du vom Handy aus entwickelst, also das ist dein Ansatzpunkt. Und alles, sag ich mal, von der Konzeption dreht sich wirklich um das Handy, dass du dann wirklich sagst, okay, welche Inhalte und welche Bilder und sonstigen Dinge sind auf dem Handy sehr gut und nicht zu überladen. Und das übersetzt du dann später auch in die anderen Funktionen, ne? Weil wir haben uns ja schon viele Newsletter angeguckt und dort hast du ja häufig schon gesehen, dass der Aufbau immer sehr ähnlich ist und viele gerade auch sehr erfolgreiche Newsletter meist in der Regel nur sehr kurz sind, also dass dort gar nicht so viel drin ist. Daher viel Erfolg einmal bei deiner Mobile First Strategie, probier es einfach aus, fang an für das Handy zu konzeptionieren und wie gesagt, die meisten E-Mail-Clients setzen das Ganze ja sowieso dann um von der Auslieferung und schalten das dann um, je nach dem Ausgangsgerät. Aber mach auf jeden Fall AB-Test und schau dir auch, sofern du es hast oder es vielleicht schon in deinem E-Mail-Tool integriert ist, auf jeden Fall immer eine Preview einzelner, sage ich mal, E-Mail-Clients und ob es jetzt ein Desktop oder ein Tablet und sowas ist, einzelner beispielsweise Handy, Smartphones an und dort einfach mal verschiedene Auflösungen ausprobieren. Das war's von mir. Viel Erfolg bei deinen Kampagnen und wir hören uns beim nächsten Mal.